Hallo, mein Name ist Kelsang. Ich lebe im buddhistischen Zentrum Samtendal Geling und ab November beginnt ein Tantra-Kurs hier in drei Teilen. Zuerst mit Avalokiteshvara, dann Chakrasamvara und dann Vajrayogini. Buddha Shakyamuni war der Erste, der das Tantra gelehrt hat. Alles geht auf ihn zurück, diese ganze Belehrung. Und wir haben hier einen Lehrer, Kenrinpoche Geshe Pema Sampen, mit dem wir gemeinsam den Tantra-Kurs, den dreijährigen, erfahren werden. Wir beginnen jetzt, über die tantrische Praxis zu lernen. Das ist der Plan. Generell wird im Mahayana unterschieden zwischen der ursächlichen Praxis der Vollkommenheiten und der resultierenden Praxis des geheimen Mantra. Dem Tantra sollte die Praxis der Vollkommenheiten vorausgehen. Wir haben das Sutrayana studiert, so gut wir konnten, und es auch praktiziert. Unsere Praxis wollen wir jetzt noch verstärken. Dazu beginnen wir mit dem Tantra. Unsere Praxis wird dadurch an Tiefe gewinnen. Was ist der Grund? Wir sprechen von den drei Schulungen: der Schulung der Ethik, der Konzentration und der Weisheit. Diese sind im Zusammenhang mit dem Vollkommenheitsfahrzeug schon sehr umfassend und genau dargelegt, sehr tiefgründig. Im Tantra haben diese drei Schulungen aber noch mehr Tiefe, noch mehr Kraft, heißt es. Deshalb denke ich, ist es gut, wenn wir hier einsteigen können. Wir haben einleitend einige Jahre mit dem Lamrim verbracht, dann verschiedene vorbereitende Übungen praktiziert. Und wenn man im Anschluss an solch ein Studium die tantrische Praxis beginnt, dann wird sie erstklassig. Sie wird viel Tiefe haben. Wir werden nicht gleich mit dem höchsten Yoga-Tantra beginnen, sondern zunächst einmal mit dem Kriya-Tantra. Dann wird die Übung zunehmend an Tiefe gewinnen und wir werden die Praxis des höchsten Yoga-Tantra anschließen. Für das geheime Mantra ist Vertrauen erforderlich. Das Vertrauen, dass diese Praxis hilfreich ist. Wichtig ist, dass wir uns inspiriert fühlen, dass der Geist sich zur Übung hingezogen fühlt. Das Tolle bei uns ist, dass wir einen tantrischen Meister haben, der mit uns gemeinsam diese Praxis übt. Wir werden die Handbewegungen lernen und wir werden die Meditation lernen, also Atemtechniken, wie man auf Avalokiteshvara richtig meditiert, wie man ihn sich vorstellt. Das Tantra hat zwar auf verschiedene Weisen eine besondere Kraft, die Leidenschaften zu beseitigen, aber wenn wir nicht die vorbereitenden Übungen vorausgehen lassen würden und auch kein Studium, sondern gleich ins Tantra einstiegen, dann wäre das nicht in Ordnung. So gut wir konnten, haben wir deshalb die Vorbereitungen vorausgehen lassen. Sie geben der tantrischen Übung Kraft. Hello, I am Nawang Jinpa and I'm from the Netherlands and I'm going to start with the tantric course next year because it's a very rare teachings and the teachers who are giving this teaching are fully qualified and that's also very rare to find. Wir haben hier einen zweiten Lehrer, Geshe Palden Öser, und es ist ganz wunderbar, mit zwei Geshes den Dharma gelehrt zu bekommen.
Es ist oft so, dass man mit Westlern dann gemeinsam diese Übungen macht, aber nicht dann direkt von dem Lehrer Unterweisungen bekommt. Man kann Fragen stellen, Fragen, die sich in der Praxis ergeben und sich mit den Schülern hier austauschen gemeinsam. Ich glaube, es gibt viele Praktizierende, die danach suchen, diese Möglichkeit zu finden. Und wir haben nun diese Möglichkeit hier und können tiefer einsteigen. And it's a course you can do completely if you want, but you can also just join one weekend if you or one day even if you want. It's all possible here. Und was noch ganz toll ist an diesen Wochenenden, sind natürlich auch die ganzen Mitstudenten, mit denen man sich austauschen kann und mit denen man sich ja nicht nur grundsätzlich über Dharma oder Philosophie austauscht, auch meinetwegen über Kochrezepte oder Fußballergebnisse. Für mich ist das so ein bisschen wie Akku aufladen, ne? Also man hat dann irgendwie für einen Monat so ein bisschen positive Power bekommen und kann dann hier jedes Mal wieder neu auftanken. There are also guided meditations. There is the possibility to sleep here and you will be fed very nice. There is very good food here. And yeah, just join and come whenever you have time. Ich kenne kein einziges Zentrum in Europa, wo es die Möglichkeit gibt, dieses Tantra zu üben. Chakra Samvara Vajrayogini, das ist äußerst selten, diese Gelegenheit Ich wüsste gar nichts, wo man das sonst lernen kann. Jetzt also steigen wir in die tantrische Praxis ein. Und sie ist, so sagt man, wie die Sahne, wie das Gelbe vom Ei. Mit diesen Gedanken sollten wir in die Praxis einsteigen und mit dem Wunsch, dass die Übung allen helfen soll. Bitte denkt auf diese Weise. Ich freue mich, wenn ihr kommt, so viel ihr könnt.